Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr eure Persona in Applikation Pro erstellt. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und folgt diesen einfachen Schritten. Also öffnet zuerst und schaltet euer Apple Vision Pro ein und dann braucht ihr nur noch diese Home-Ansicht. Entweder klickt ihr auf die digitale Krone, damit ihr sehen könnt, oder ihr habt einfach eure Home-Ansicht. Dann müsst ihr nur noch auf Einstellungen tippen und hier in den Einstellungen müsst ihr nur scrollen und nach Persona suchen. Wenn ihr auf Persona klickt, könnt ihr mit dem Erstellen anpassen und erstellen einer eigenen Persona in Applikation Pro beginnen. Im Grunde brauchen wir also, wie gesagt, die ersten beiden Einstellungen, dann Persona und dann könnt ihr auf Los geht's tippen. Wenn ihr die Persona-Einstellungen gefunden habt, müsst ihr nur noch den Handstand oder die Handeinstellung verfeinern, wie im Video gezeigt. Im Grunde müsst ihr also nur mit dem Anschauen eurer Persona beginnen. Fang an. Die Richtung hängt von den Anweisungen ab, die du bekommst. Du musst nur nach links und rechts, oben und unten schauen und du kannst diese Richtungspfeile sehen. Also wenn du das Video schon einmal gesehen hast, kannst du einfach weitermachen und es überspringen. Nimm bei der Anweisung das Apple Vision Pro ab, halte es am Rahmen und drehe es um, sodass es in zu dir zeigt und dann musst du nur zum Richtungspfeil gehen. Du musst deinen Kopf langsam in die angegebene Richtung drehen, also nach links und rechts und du kannst mit geschlossenem Mund lächeln. Und du kannst ein breites Lächeln aufsetzen und dabei die Zähne zeigen und während du zwei Ringe siehst, musst du nur die Augenbrauen hochziehen und wenden. Es wird nur ein Ring angezeigt. Sie müssen nur kurz die Augen schließen und dann können Sie Ihr Apple Vision Pro aufsetzen, damit Sie Ihre Persönlichkeit vollständig haben und Sie effizient auf Ihrem Apple Vision Pro einstellen können. So können Sie es im Grunde machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.